Das zweite WM-Finale, Marokko gegen Frankreich. Die Wetttipps und die Vorschau dazu in diesem Video. Und die Franzosen als Titelverteidiger und Mannschaft mit dem höchsten Spielermarktwerten ist natürlich hier Favorit bei einer Quote von 1,56. Aber zuerst müssen wir natürlich alle den Hut vor Marokko ziehen. Wahnsinn! Erste afrikanische Mannschaft, die es in ein WM-Halbfinale geschafft hat und sensationellerweise wirklich starke Gegner besiegt hat. Dazu kommen wir noch. Und jetzt im Halbfinale Außenseiter ist und ich höre schon im Hinterkopf die Kommentare der Marokko-Fans, die natürlich davon ausgehen, Marokko kommt nicht nur ins Finale, sondern Marokko wird auch Weltmeister. Natürlich als Fan hofft man natürlich, aber Hoffnung ist das Allerschlimmste, was du tun kannst, wenn du Sportwetten betreibst. Das heißt ja auch, du hast keine richtige Strategie, weil du auf Hoffnung angewiesen bist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wahnsinnig gute Defensive von Marokko. Kein Tor gegen Portugal, gegen Spanien, gegen Belgien und gegen Kroatien bekommen. Das ist natürlich unfassbar. Also das ist eine super Leistung. Das einzige Gegentor war sogar ein Eigentor. Das kann man jetzt so oder so argumentieren. Aber alles in allem richtig starke Teams auf die Heimreise geschickt. Auf der anderen Seite Frankreich, das was ja Marokko in Perfektion hier bietet, nämlich hinten keine Tore reinzulassen, kann Frankreich nicht von sich behaupten. Die haben ganz andere Stärken, aber die Defensive gehört bisher nicht dazu. Wenn du gegen Australien ein Tor kassierst, gegen Dänemark, okay, gegen Tunesien sogar verlierst und ein Tor kassierst, gegen Polen, Lewandowski, wir wissen es alle, 99. Minute und gegen England, okay, da war Frankreich sogar nicht mal die bessere Mannschaft, aber hat gewonnen. Spricht eigentlich vieles dafür, dass dieses Spiel wenig Tore sieht, weil Marokko einfach das tun wird, was sie können. Hinten zumachen, Frankreich wird sich abmühen. Vielleicht fressen sie sogar ein Tor über einen Konter, wie das bei Portugal-Marokko vielleicht der Fall gewesen war. Und dann hat Frankreich hier Probleme. Will sagen, diese 1,56 auf Frankreich unspielbar. Zu niedrig, zu gefährlich auf Marokko zu setzen, zu spekulativ, auch nach allen Spielen bisher gibt es einfach auf lange Sicht keine richtigen Argumente auf Außenseiter zu wetten. Gerade in so einem WM-Halbfinale würde ich mir schwer tun, auf Marokko zu setzen. Aber alle Marokko-Fans, die finden hier absolut natürlich ihre Wette mit einem Sieg auf Marokko, eine Achterquote. Why not? Eine Achteleinheit und du gewinnst eine Einheit, falls das funktioniert. Das kannst du natürlich machen. Und ansonsten, beide treffen nein, 1,6 ist zu schwierig, zu schlecht, unter 2,25 Tore. Wir wissen natürlich, dass Frankreich eigentlich sehr, sehr starke Offensivkräfte hat, allen voran Mbappé, aber auch Giroud hat schon vierfach getroffen. Und dann kann natürlich jeder eigentlich im Team der Franzosen ein Tor schießen, wenn Marokko nicht den Riegel vorschiebt, wie sie es bisher immer ganz gut getan haben. Man sagt ja, der Angriff gewinnt Spiele und die Defensive Meisterschaften. Das würde absolut für Marokko sprechen. Schwer zu sagen, ich würde hier sicher kein Geld investieren, weil ich schon davon ausgehe, dass Frankreich sich durchsetzt. Aber wann wird das sein? Wird das nach 90 Minuten ein 2:0 sein? Wird es in der Verlängerung ein 2:1 sein durch Griezmann oder wird es im Elfmeterschießen sein? Alles Mögliche. Am Ende kommt Frankreich weiter, aber die Quote gibt es nicht her. Und ganz ehrlich, wir würden uns wahrscheinlich alle drüber freuen, wenn Marokko ins Finale kommt, nur auf so einen Außenseiter hier zu wetten, wenn man ihn nicht wirklich zutraut, dass sie gewinnen, ist dann eine andere Sache. Und wenn ich komplett daneben liege, dann Gratulation an Marokko an dieser Seite schon mal. Ist mir auch dann total egal wie die gesamte Weltmeisterschaft. Deswegen sehen wir uns noch einmal im Finale und dann geht es wirklich wieder los mit richtig guten Sportwetten im Fußball, in der Bundesliga, in der Champions League und vor allem auch NHL-Eishockey-Wetten. Da haben wir noch was vorbereitet für das Jahr 2023. Bis dann!